Frau Siegel, welche Aufmerksamkeit bekommt das Thema Hygiene im Medizinstudium und auf Veranstaltungen? Ich als Hygienefachkraft kann ganz eindeutig sagen, deutlich zu wenig. Wenn man in die Programme reinschaut, wenn man sich das Medizinstudium anschaut, inhaltlich ist es einfach zu wenig. Welche Risiken gibt es für Hygiene im Bereich der Radiologie? Ja, es gibt ganz klar die Infektionsrisiken bezüglich der nosokomialen Infektion durch nicht strikt aseptisch eingehaltenen Arbeitsweisen. Angefangen natürlich bei der hygienischen Händedesinfektion, dann weitergehend in der Umgang mit den Medizinprodukten, dass bestimmte Richtlinien nicht eingehalten werden oder auch Unwissenheit in Bezug auf Mehrfach- oder Eindosisprodukten. Einfach sehr viele Unsicherheiten bestehen. Was sind mögliche Konsequenzen daraus? Ja, die allerschlimmste Konsequenz ist natürlich Tod eines Patienten. Aber auch, also ich beschreibe das immer gerne in dreierlei Hinsicht, und zwar einmal für den Patienten, einmal für den Mitarbeiter und auch für das Krankenhaus. Fangen wir mal bei dem Patienten an. Der Patient kann Folgeschäden erleiden, er kann arbeitsunfähig werden. All diese Schäden, die dann passieren, Armut kann dadurch resultieren, wenn eine Infektion fortschreitet. Dann der Mitarbeiter selbst muss teilweise dann ja auch vor Gericht und dafür gerade stehen. Arbeitsplatz, Jobverlust. Die Institutionen sind ja nicht immer nur Krankenhäuser, sondern auch ambulante Einrichtungen möglicherweise, wirtschaftlicher Schaden. Man sagt ja so schön auch der Kundenrückgang halt durch die Pressemitteilungen auch. Presse ist ja auch gerade in Bezug auf Infektionsprävention ganz groß geschrieben. Das sind so die drei Säulen der Folgeschäden von nosokomialen Infektionen. Welche Handlungsempfehlungen gibt es denn für Krankenhäuser und das Personal? Also es gibt ganz klar in erster Linie das Infektionsschutzgesetz. Daraus resultiert durch die Novellierung 2011 die KRINKO-Empfehlung, also mit Sitz beim Robert-Koch-Institut, an die man sich tunlichst halten sollte, weil sie den gesetzlichen Charakter haben. Dann gibt es in jeder Institution, und das ist auch im Infektionsschutzgesetz definiert, die Hygienepläne, an die sich die Mitarbeitenden halten müssen. Natürlich interne Arbeitsanweisungen, dann zu guter Letzt dann natürlich auch noch ein Werk für die Mitarbeitenden, die TRBA 250, auf die ich auch immer hinweise, denn die KRINKO-Empfehlungen sind auf der einen Seite für die Patienten und die TRBA 250 ist für den Mitarbeitenden. Praktisch kann das Personal Flächendesinfektionsmaßnahmen durchführen. Praktisch kann das Personal tun, sich selbst an die Basishygienemaßnahmen halten, sprich hygienische Händedesinfektion, Schutzkleidung, insbesondere auch bei Patienten, die mit aerogen übertragbaren Krankheiten beispielsweise in die Abteilung kommen. Dann die strikte Einhaltung der Asepsis, also sprich Flaschen, bevor ich sie öffne, desinfizieren, die Haut zu desinfizieren, einfach die Dinge, die auch in jeder Institution in einem Hygieneplan definiert sind. Wenn all diese Dinge eingehalten werden, dann tut man sich selbst, seiner Institution und letztendlich natürlich dem Patienten großen Gefallen in Bezug auf die Infektionsprävention.